Habt ihr ein Glück, dass ihr nur einen vollen Akku gefunden habt, sonst hätte ich das Video gar nicht machen können gerade. Servus! Super gelaufen. Mhm. Echt super. Noch nie, du sexy Luschknabe. Da, ich bin da. Ich bin hier. Du bist hier. Ich bin hier, weil du da warst. Ich bin jetzt da. Du warst schon da, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt da, weil du hier kommst. Nee, weil ich hier bin. Aber ich bin hier, weil du da bist. Ich habe auf dich hier da gewartet, weil du hier kommst. Aha, okay. Wanni, was machen wir? Komm. Komm, wir machen Hänger. Ja, hätte ich auch gesagt. Wir bremsen schnell. Das haben wir in einer halben Stunde. Hä? Das haben wir in einer halben Stunde. Das ist kein großes... Ich nehme jetzt Handy mit. Dann gehen wir schnell runter und dann machen wir das. Hätte ich auch gesagt, ja. Wanni ist ja so lieb und lässt mich seinen Hänger mal mit benutzen, ja. Und dann machen wir das einfach zusammen kurz. Ratzfatz, mit Benutzer. Mit Benutzer heißt mit Arbeit. Richtig, ja. Herr Gott, Wanni. Räumen wir mal ein bisschen auf hier. Kannst du den Kaffee woanders trinken? Ja, mitgehangen, mitgefangen, wollte ich gerade sagen, ja. Wortwörtlich mitgehangen. Ja, klar, kann ich machen. Wenn ich kann halt auch rückwärts mit dem Hänger fahren, ich bin da echt kein Profi drin. Wenn ich mit dem Anhänger rückwärts fahre, dann brauche ich entweder einen Zug, das schaffe ich aber selten, oder ich brauche 300 Züge. Das ist schon fürchterlich. War wohl doch jetzt so leicht. Doch, ja, du hast doch Hebebühne, warum tun wir dein Auto runter und tun wir auf die... Wir haben das immer gemacht, du hast die Handbremse nicht an, so uns was. Hi, oder? Eins, zwei, drei. Ja, und ich stopp's es gleich zusammen. Wir schaffen. Komm, geh mal weg, dass ich mich filmen kann. Ich filme ja, weißt du? Hey, falsch rum. Ja, weiß ich. Ehrlich? Hab ich nicht gesehen. Was drauf? Schraubenzieherboden. Hausch auf den hinten drauf. Ja, ja. Ja, aber jetzt volle Kanne, dann geht der kaputt. Nein, zart. Komm. Oh, Scheiße. Die hängen drauf wieder, die scheiß Kappen durch. Komm, das ist schon okay. Da ist halt echt null Bremsbelag mehr vorhanden. Doch, da, auf der Seite schon. Ja. Auf der Seite ist alles weg. Ich weiß nicht, warum. Wanni, eine typische Reparatur für dich wäre jetzt, wir tauschen einfach die Seiten und fahren die auf der Seite nur ab. Nee, hier ist ja auch schon nichts mehr. Oh. Schau mal, was hier passiert. Oh. Noch besser, da kommt der alles in die. Da kommt der Belag gleich. Der hat gleich aufgeben direkt. So, richtig geil. Der hat wirklich aufgeben. Normalerweise ist es Reklamation. Der Kleber hat es nicht ertragen, die Bremsungen. Fällt weg. Kann nicht sein. Reklamation. Das ist ein Unding eigentlich, gell? Absolut. Das ist eigentlich das totale Unding. Da gehen wir hin und sagen, hey, wir haben auf das Ding maximal 20.000 draufgefahren, da kann ja wohl nicht sein, dass der Belag abgibt, oder? Höchstens 3.000, 4.000 Kilometer. Höchstens. Ja? Höchstens. Mehr ist es nicht. Sollen wir es wirklich probieren? Willst du wirklich sagen? Reklamation. Sollen wir es probieren? Dem haben wir die Bremsbelag. Ja. Da hast du sie wieder. Nein. Osch letztens drauf gemacht. Weißt du, was wir machen? Vor zwei Wochen. Wir machen ne, vor zwei Jahren. Also, wenn jemand gerade, er würde sich eine Wohnung einrichten, wenn das Single wäre. Wenn das alles leer wäre, hätte ich so gemacht. Ich hätte links eine Treppe hoch gemacht und hätte das ganze Ding auf der Hälfte geteilt. Also quasi an der Wand eine Treppe und das in der Hälfte geteilt, weil so finde ich es gut. Derjenige, der es hat machen lassen, fand es wahrscheinlich sinnig so, aber ich würde es
Also von der Tiefe auf der Hälfte machen und die ganze Breite. Und dann hast du wirklich auch viel Platz. Weil so finde ich es, es ist schwierig gemacht. Du kannst doch hergehen und diese Sache noch verlängern. Das ist ja, will ich nicht, will ich nicht. Das ist, ja. Und das weiterhin als Lager halten. Ich würde schon hier weiter arbeiten wollen und parallel wohnen. Aber ich brauche den Platz da oben nicht. Weißt du, schau mal, die Sache ist ja die, dieses Fenster da oben, das spendet so viel Licht, dass ich das Fenster nicht wegmachen will. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich hätte schon lange diesen Büroraum da oben hingebastelt, wenn ich den Raum bräuchte, aber ich brauche ihn nicht. Und deswegen ist es auch unsinnig, wenn ich das erweitere, da Mordskohlen investiere und ich nutze es nicht. Aber grundsätzlich wäre der Gedanke, jetzt, wo ich sie gesehen habe, ich würde es auf der Hälfte nach hinten teilen. Dann hast du, gut, abgesehen davon ist es ja schon mal, die ganze Fläche ist voll und die, das dürfte ja eh schon die Hälfte der Halle sein. Also von der Fläche wird sich, ihr habt es mal ausgerechnet, knapp 400 Quadratmeter. Aber wenn du jetzt anschaust, du brauchst das Büro, du brauchst das hier drüben, ja. Also das ist ideal. Von der ja, Seite. Also ich sag dir auch ganz ehrlich, ich war damals mega happy. Was komm, du, allein das Holz. Ich sag dir ganz ehrlich, ich war und bin sehr, sehr happy, dass ich die Halle so gefunden habe. Ich gucke ja ab und zu immer mal wieder, aber es ist nichts drin, was annähernd in dem Preisrahmen ist. Plus, was du hast die Ruhe hier. Es ist also ich, es das war ist für dich. Ja, es war die Halle war ein Glücksgriff. Muss man ehrlich so sagen. Ist doch gut. Super. Wobei aber auch sagen muss, komm geh mal. Komm fahr mal. Ja, wobei aber auch sagen muss, ihr würdet mittlerweile von einer größeren Halle nicht zurückschrecken. Ich sag's dir, also wenn du sagen würdest, du gibst deine Werkstatt auf, würde ich das auch noch dazu mieten. Ja. Lager, wo gehst du hin? Mein Auto steht ja hier. Lagerraum und so weiter. Hast du Masken? Ich richtig. Sachlich, fachlich. Leute, wie habt ihr es vermisst, mit Bonnie mal wieder was zu machen? Wir fahren wieder. Wir fahren nicht ins Bauhaus. Wir fahren auch nicht. Wir fahren nach Lodge. Wir fahren Werner, wir fahren nach Lodge. Wir fahren auch nicht. Jawohl. Ah, Mann, ich weiß, wenn ich mit dir unterwegs bin. Das ist einfach lustig, da nimm unsere Maske, die am Boden lag. Servus. Heute übrigens mal ein Vlog ohne groß Show und Zeug. Also diesmal nehme ich die Kamera einfach nur mit. Ja. So ist es für mich einfach am angenehmsten, statt dass ich mir da überlegen muss, was ich jetzt Cooles mache. Deswegen gab es ja bei Let's Vlog keine Videos mehr. Weil irgendwann fängst du an, Sachen zu tun, die cool im Video ausschauen, die du halt selber nicht machen würdest ohne Kamera. Aus dem Grund schleppe ich die Kamera einfach bloß mit. Also ihr seid einfach wirklich so. Ist wieder voll aufgezogen. Vorher war es scheiße. Jetzt ist gerade wieder echt gutes Wetter. So, bauen wir es wieder zusammen. Das ganze Zeug. Ja. So, mittlerweile habe ich die Bremse erfolgreich repariert. Hast du es zurückgedreht wieder ganz? Ich habe es ganz zurückgedreht, das Weil Ding. Wenn die Trommel darf nicht schwer gehen. Ja, das kann sein, du musst noch ein Muckersäckerle nachdrehen. Oder? Ja, du bist nachziehen. Ja? Wie, alter Schwede, ja? Wie angegossen. Dann können wir ja Probefahrt machen, oder, Manni? Jetzt alles wegräumen. Werkzeug nach Benutzung putzen, Freunde. Ich sag Werkzeug nach Benutzung putzen. Weil sonst fasst du nämlich mit sauberen Pfoten dran und hast die ganze Hand dreckert. Normalerweise 120, weißt du? 120. Ziehen wir es hoch, alles wird nicht gehen, wie wir es auch nicht machen. Auf 3, 1, 2, 3! Ah. 1, 2, 3! Das halt fest. Carport bricht ab! Es war knapp, aber es geht. Man hat mir eher vor. Übrigens, gell? Muss ich auch dazu sagen. Den Carport haben wir ja gemacht, gell? Hast du immer die Fundamente. Da haben so viele Leute gemeint, das war so schwachsinnig gemacht und er bricht uns innerhalb von 5 Monaten zusammen. 2 Jahre für die, wo gemeint haben, es bastelt, gell? Also Probefahrt, oder? Bitte. Lustige Probefahrt. Zur Eisdiele mit dem Hänger. Andere nehmen ihren Sportwagen, ja, wir fahren mit dem Hänger, aber der Eisdiele vorbei. Ja gut, der Aston Martin hat keine Anhängerkupplung, sonst würden wir mit dem fahren. Das würde ich dir dazu trauen.
Ja, will ich sofort machen. Bremse. Ah, yes, das war wieder. Oh, ich habe ja Steine hinten drin. Ach du Scheiße. Ich habe ja hinten Granitsteine, die großen Pflastersteine. Ich habe es gerade gehört, weil sie so mal massiv angehört hat. Verdammte Scheiße. An die habe ich nicht gedacht mehr. Und ich denke mir gerade so, Alter, jetzt kullert uns der irgendwas komplett ins Kreuz. Der ganze Kofferraum ist voll mit Granitsteinen. Das große Pflaster, überleg mal, da hat jeder 10 Kilo. Also schaut es bei uns aus, Leute, wenn eine ganze wichtige Straße gesperrt ist, wo ein Bahnübergang ist, hat ein riesen Stau, jetzt zum Kotzen, gell? Ja, doch, bei jedem Abend. Da schau mal an, da hinten, hey. Ja. Alles voll. Ja genau, hier rechts, da vorne beim Dario. Der hat einfach das beste Eis in Memmingen, finde ich. Der macht das Eis halt nur mit der Hand selber. Ja. Also nicht im Sinne von Päcklein-Eis, sondern der macht es wirklich nur traditionell selber. Viele Eisdielen heute haben so Fertigmischungen. Und die sagen aber auch, wir machen es selber. Klar, sie nehmen selber den Beutel und leeren die Milch dazu. Das ist aber nicht selber machen. Wir brauchen übrigens in Memmingen keine Corona-Maske mehr. Hast du das gewusst? Problem ist halt. Ja, ja gut, komm. Hol mal Eis. Da können wir mal gar nicht angeben an der Eisdiele. Du, können wir gar nicht angeben an der Eisdiele mit unserem Hänger. Können wir gar nicht. Ach, jetzt ja. Das passt. Ist einer drauf. Beste Eisdiele Memmingen, Dario. Da müsst ihr hingehen, wenn ihr seid. Gibt kein besseres Eis in Memmingen. Tschüss. Schönen Tag. Ciao. Also, warte, komm. Das ist die Halle gegenüber von uns, die jetzt gerade gebaut wird. Ah, die machen gerade. Oh, die machen gerade Betonheizung. 7000 Quadratmeter. Fußbodenheizung? Ja. Eieiei. Ei, ei. Ich will dir mal zeigen, was ich gleich daheim kann. Kann ich da drauflaufen? Ja. Alter, wie krass. Also, jetzt mal ohne Spaß. Ich erlebe mit dem Bunny mehr als mit jedem Kumpel. Mit dem Bunny erlebst so viel. Die Jungs sind gut drauf. Weil, wenn die das Gerät nicht richtig bedienen kannst, dann haut es dich runter. Ja, ja. Das ist eine Freude. Ich finde es ja so krass, auf dem Zeug hier zu laufen. Ah, da sieht man, wie es aufgebaut wird. Aha. Das ist die Fußbodenheizung, das weiß ich da. Gelb, genau. Also, Vanni. Also, in diesem Sinne. Mach's gut, ciao. Ciao. So, Freunde, das war mal ein ganz easy Vlog. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Wenn ihr das, so wie es heute war, cool fandet, könnte ich mir im Sommer wieder überlegen, das ein oder andere Mal was zu machen. Keine Angst. Das kommt immer zusätzlich zu den normalen Videos. Das wird kein Video im Normalfall ersetzen. Ansonsten darf ich Danke sagen fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut, bis die Tage. Servus.